Berlin, Tag-Nacht. Joe wird angeschossen. Plötzlich knallt's. Theo will seinen Racheplan endlich in die Tat umsetzen. Auf offener Straße drückt Paulas verbitterter Bruder schließlich ab und schießt Joe nieder. Ich warte auf den richtigen Moment. Dir wird das Grinsen so vergehen, grummelt Theo auf seinem Sofa. Er will Joe umbringen, weil der ihm alles, Becky, Paula, Janis, genommen hat. Wenn es einer verdient hat, von diesem Erdboden zu verschwinden, dann ist es dieser Drecksack Joe. Vertieft in diese Gedanken sitzt er also in seiner schmuddeligen Bude und plant einen Mord, der die BTN-Welt erschüttern würde. Und er scheut sich nichts davor, diesen Plan umzusetzen. Mit geladener Waffe lauert er Joe. Paula und Janis auf und schießt im Vorbeilaufen auf den beliebten WG-Papa. Alle Joe-Fans dürfen jetzt wieder aufatmen. Schon in Berlin, Tag-Nacht-Vorschau-Trailer ist zu sehen, Joe hatte großes Glück. Der von Theo abgefeuerte Schuss hat ihn nur leicht gestreift, er muss nicht mal ins Krankenhaus. Für Paula ist klar, Theo steckt hinter all dem, doch beweisen kann sie ihm den Mordversuch nicht. Denn Theo streitet alles ab und hat mit einem Fake-Alibi längst dafür gesorgt, dass er auch vor der Polizei nichts zu befürchten hat. Als Paula erfährt, dass ihr Bruder vorerst auf freiem Fuß bleibt, will sie Theo wütend zur Rede stellen. Sie ist zu allem bereit. Wie es weitergeht und ob Paula etwas erreichen kann, erfahrt ihr täglich bei Berlin, Tag-Nacht, um 19:05 Uhr auf RTL 2 oder online im Vorabstream von TV Now.